Und in Chemnitz begrüße ich meinen Kollegen Michael Beverunge. Michael, es werden immer mehr Details über die Gewalttat vom Wochenende bekannt. Natürlich im Vordergrund der geleakte Haftbefehl, der im Internet auftauchte. Was weiß man ansonsten über die Arbeit der Polizei, über die Ermittlungen? Noch nicht sehr viel. Wenn ich das richtig beurteilen kann, handelt es sich ja bei diesem neuesten Vorgehen gegen einen Bremer Bürger, der diesen Haftbefehl veröffentlicht hat, lediglich darum, dass auch er eine Straftat mit der Veröffentlichung begangen hat. Die Frage ist, wer hat ihm den Haftbefehl aus den Behörden heraus kenntlich gemacht. Da gibt es nach meinem Kenntnisstand keine neuen Erkenntnisse. Das heißt, nach wie vor ist unklar, wer aus der Justiz, der Polizei, sonstigen Behörden, es gibt ja sehr, sehr viele anscheinend, die diesen Haftbefehl in Händen gehabt haben, wer diesen Haftbefehl letztendlich der Öffentlichkeit und zwar mehreren Quellen offenbar zugespielt hat. Sie stehen vor dem Stadion des Chemnitzer FC. Da soll nachher ja der Bürgerdialog beginnen. Der Ministerpräsident ist den ganzen Tag in der Stadt. Wie kommt sein Besuch an? Nun, das ist ja ein von sehr langer Hand geplanter Besuch, der nun auf einmal eine besondere Bedeutung bekommen hat. Aus einem normalen Gesprächsbesuch ist sozusagen eine Art Solidaritätsbesuch geworden in einer verletzten, traumatisierten Stadt. Er hat heute Morgen eine Schulklasse besucht, gerade eben eine Kindertagesstätte. Und das waren eigentlich schon mehr die lokalen Themen, die im Vordergrund standen. Bei der Schule sicherlich mehr die Frage, wie kann man vielleicht schon sehr früh Kindern Demokratie, friedliches Miteinander umgehen, beibringen. Aber das ist nur indirekt eigentlich die Themenlage, um die es geht. Allerdings gab es gerade vor einer halben Stunde dann doch ein sehr interessantes Gespräch. Vor der Kindertagesstätte wartete ein Mann, der auch hier gleich draußen vor der Tür bei Pro Chemnitz demonstrieren will und rief dem Ministerpräsidenten zu, er möge doch sich ihm stellen. Das hat er auch getan und dann entspann sich ein sehr interessantes Gespräch, was leider keine wirkliche Diskussion wurde. Der Mann war auch einer der Merkel-Gegner. Er sagt, das wäre das Ganze übel gewesen. Der Ministerpräsident versuchte entgegenzuhalten, es kämen doch nicht mehr so viele Flüchtlinge. Also mit Argumenten ist man sich nicht wirklich näher gekommen und wir haben diesen Mann später noch mal gefragt. Er sagte, also ihn habe kein Argument des Ministerpräsidenten überzeugt. Er werde bei der nächsten Wahl hier in Sachsen nicht mehr CDU wie immer, sondern AfD wählen. Hinter Ihnen findet gleich der Bürgerdialog statt. Das dürfte nicht einfach werden in Anbetracht der ja auch gerade besprochenen, aufgeladenen Stimmung. Was hat der Ministerpräsident dazu erwarten? Ja, das wird sehr interessant sein. Ironischerweise ist ja das hier das Stadion vom Chemnitzer Fußballclub, dessen selbsternannte, muss man betonen, sie sind hier vom Verein nicht gesehen, nicht geduldet haben, Stadionverbot, aber die selbsternannten Ultras von den Chaotic Chemnitz, die haben am Sonntag zu dieser Demo mit Gewaltaufruf aufgerufen, wollten sich die Herrschaft. Folge sind dann die weiteren Ereignisse hier passiert. Dieser Ort ist hängt damit zusammen, aber heute Abend soll es hier ein friedliches Miteinander geben, ein friedliches Aufeinanderzugehen. Der Ministerpräsident hat es, glaube ich, insofern ganz gut gesagt, als er beschrieben hat, man müsse den Bürgern hier auch einen normalen, einen friedlichen Ort geben, um ihre Gefühle, sei es Trauer, sei es Wut, zu artikulieren. Das wird sicherlich erstmal im Vordergrund stehen, das, was in dieser Stadt passiert ist, was die Bürger auffühlt, in einer Art und Weise zu verarbeiten, die nicht mit Gewalt, nicht mit Beschimpfungen, nicht mit Hass verbunden wird. Und sicherlich wird er sich auch hier aber einige harte Worte anhören müssen. Es sind Großdemonstrationen natürlich und ein Protest rund ums Stadion geplant. Die Polizei hat sich sicher anders vorbereitet als auf den letzten Termin. Wie ist sie vorbereitet und mit was rechnet man? Also die Demonstranten, die Initiative Pro Chemnitz, die hat hier etwa 1000 Demonstranten angemeldet. Das war aber auch am Montag so. So langsam, ich verfolge es von hier aus, strömen so langsam die Demonstranten zu dieser Demonstration, die für 18 Uhr angemeldet ist, also circa in einer halben Stunde. Bisher sind es sicherlich nur ein paar hundert. Die Polizei ist eindeutig besser vorbereitet als am Montag, auch heute Nacht. Nacht erzählt mir Kollegen, sei die ganze Zeit Polizei durch die Stadt gefahren. Man hat
Bereitschaftspolizisten aus anderen Bundesländern angefordert. Ich gehe mal davon aus, dass es heute wohl eher ruhig bleiben wird, dass es heute nicht zu großen Auseinandersetzungen kommen wird. Auf jeden Fall hat die Polizei sich hier deutlich breiter und mit viel mehr Personal aufgestellt. Das wäre auch eine Riesenblamage, wenn sie hier ihren Ministerpräsidenten im Stadion nicht wirklich würde schützen können. Ich sage herzlichen Dank für den Moment, Michael Beverunge.